Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Evoland 2. Und ich bin voller Tatendrang, dass wir jetzt hier und gleich dieses Fluglevel hinter uns bringen können. Ich hoffe es. Okay. Das fängt ja schon mal gut an. Wie kommt man denn eigentlich durch diese Strahlen? Okay. Habe ich das falsche Level ausgewählt? Nein, geh weg! Nein! Okay, so viel zu meinem Tatendrang. Ich hatte zwar gesagt, einen Versuch noch, aber das war ja jetzt ein Kaltstart, ne? Also darf ich noch einen Versuch wagen? Ich schieß schon mal. Dann kann ich gleich die Ultimate aufrufen. Oder auch nicht. Ich habe sie wieder verloren. Nein! Darf ich nicht treffen lassen. Dann behalte ich auch mein Ultimate. So knapp. Wir hatten ihn fast. Wenn ich nicht zu sehr auf die lange Ultimate gehe, sondern auf die zweite Stufe, dann ist es machbar. Das kann ich jetzt so nicht sitzen lassen. Es tut mir leid, ich habe gesagt einmal und habe jetzt schon zweimal, aber ach kommt. Wir versuchen's. Wir kriegen das hin. Ich bin zuversichtlich. Hoffe ich. Ich habe die Ultimate verloren. Ich habe zu früh, zu spät gedrückt. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie man den hier schaffen soll, ohne getroffen zu werden mit diesem Spiralschuss. Ich habe jetzt schon so gut wie alle Leben verloren. Nein. Ich bin gestorben und habe ihn geschafft. Zählt das? Bitte lass es zählen. Nein. Es zählt nicht. Wie gemein. Ich habe ihn doch geschafft. Okay, jetzt aber. Konzentration. So, direkt die Ult rausgehauen. Hat da gar nichts verloren, oder? Okay, ich habe ein bisschen mehr Leben als beim letzten Mal.
Der Boss hat sich jetzt aber Zeit gelassen. Nein! Das hat ja gar nicht geklappt jetzt. Okay, Leute, ich werde in dieser Folge jetzt wirklich die ganze Zeit diese Fluglevel machen. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Nein, nein, ich wollte nicht. Nein! Okay, ich lasse mich umbringen. Jetzt habe ich gequatscht. Ich lasse mich ganz kurz umbringen. Komm, hier, schieß was. Schieß was, komm schon. Hallo. Ah, wegen dem einen, das dauert zu lange. Komm, schick was Großes. Schon besser? Nein, kommt her, Geschosse. Hallo, tut ihr auch mal was? Kommt schon, schießt was. Hallo? So, jetzt aber. Nochmal das Ganze. Und diesmal nicht verklickt, sehr gut. Nein, meine Ulti vom Mage verpasst. Oh, einfrieren ist natürlich auch sehr nützlich. Boah, wie soll man den denn bekommen? Ich muss mir erstmal ein paar Leben zurückholen. Ich sterbe schon bei dem hier. Das gibt's doch nicht. Wo bin ich? Oh, schon tot. Ach, komm schon. Das lief beim zweiten Versuch so gut. Ich brauche wieder... genau. So, ich habe volles Leben. Streuschuss, Ultimate late. Nein, Ultimate ist weg. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Leben holen. Ja! Ja! Wir haben ihn! Ja! Wie? Das war's noch nicht? Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Warum hat mir niemand gesagt, dass danach noch ein Boss kommt? Nee, nee. Da hatte ich den einen endlich. Ich dachte, an dem lag's. Nee, es tut mir leid. Oh, ich hätte jetzt wirklich gedacht, wir schaffen's. Und dann holen die noch einen Boss raus. Wie fies. Nee, dann mach ich lieber das hier. Das ist genauso schlimm. Oder noch schlimmer, aber... Könnte man die nicht kaputt machen? Okay, die Krabben konnte man nicht kaputt machen. Nein! Ah. Stimmt, ja, hier war das mit dem Absprung manchmal so ein bisschen hakelig.
erinnere mich. Es ist nur die Frage, wir haben zwei Truhen und eine Karte. Darüber können wir nicht, denke ich. Ja, hier war das so hakelig mit dem Pilzen, wie man da abspringen soll. So, da unten ist auf jeden Fall irgendwas. Aber anscheinend nichts zum Holen. Habe ich vielleicht schon gemacht. Nee, also ganz ehrlich, bei dem Fluglevel, das ist ja richtig fies. Da denkt man hat's geschafft. Und dann holen die noch ein Monster raus. Vermutlich ist das dann noch nicht mal das letzte. Okay, hier geht's schon los mit den Stacheln. Wir sind immer noch nicht in der Nähe. Nein, das war nicht ausreichend. Ich hätte gleich beim ersten Sprung gehen müssen. Da drüben ist nichts, oder? Ich guck vorher. Nee. Nein! Oh. Ach, ich weiß schon, warum das hier nicht mein Lieblingslevel war. Ich glaube, die Sprungdinger, alles was Geschicklichkeit ist, ist sowieso nicht meins. Nein! Das kann noch eine Weile dauern. Ich glaube, das habe ich beim ersten Besuch hier in der Höhle auch gesagt, oder? Wenn ich mich recht entsinne? Oh Gott! Das war... Jetzt bloß nicht sterben. So, Fledermaus 1 ist geschafft. Immer noch nichts in der Nähe. Ach nein, die Schwebepilze. Hier war nichts weiter. Nein, das hat nicht gereicht. Aber schön, wie der Pilz uns noch auf und ab fährt. Wir haben es geschafft. Vorerst. Huch, wer baut denn hier eine Geisterplattform? Okay, gespeichert. Oh, die erste Markierung. Wir nähern uns. Nein! An einem Pixel des Pilzes. Weggerutscht.
Gut, dass die Flugbahn der Fledermaus da hinten blockiert ist, sonst würde man direkt am Speicherpunkt sterben. Ah, zu spät. Ich habe zu spät rübergeklickt. Ah, da war ja dieses Vertragte da oben wegen dem Vorsprung. Nein! Nein! Genau die Stacheln gehopst! Kann die Fledermaus da oben nicht tot bleiben? Ich weiß schon, die hat mir beim letzten Mal ja auch immer alles abgezogen. Ach, ist das herrlich. Das wird eine Weile dauern. Würde mich mal interessieren, wie war denn das bei euch hier, als ihr in dieser Passage wart? Kommt ihr mit den Sprungpilzen klar? Bin ich die Einzige, die sich hier so doof anstellt? Oder ist das prinzipiell so ein Frustlevel? Was? Was? Warum? Wie? Was? Ich wollte nur gerade probieren. Ich sag ja, also für mich ist das so ein Frustlevel ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, ob ihr hiermit klarkommt. Oh Gott. Warum machen die hier keinen Speicherpunkt hin? Was zum? Da schaffe ich den Sprung, aber nicht die Fledermaus? Geschafft. Wir haben Mana gefunden. Wir brauchen nur noch 4 oder so weitere. Ja. So, ganz kurz den Text erstmal weglassen, weil ich glaube, ja, wir können uns hier nicht einfach fallen lassen. Jetzt ist die Frage, wo war der Pilz? Ich hoffe, er ist direkt hier drunter. Oh, Gott sei Dank. Das war jetzt auch ein Selbstmordakt. Speicherpunkt. Ich liebe dich. Segen auf dir. Ist da unten irgendwas? Nee, oben ist was. Komm schon. Über mir. Okay. Ist die Frage in dieser oder in der anderen Richtung? Gott. Will ich das überhaupt hinkriegen? Was ist denn da oben? Nun gut. Oh, das war knapp. Was? Oh Gott. Ah, da oben ist die Truhe. Aber wie kommen wir denn da hin? Die geht quasi im Sekundentakt weg. Und dort drüben wären wir rangekommen. Oha. Dann speichern wir mal kurz.
Puh, ich habe euch beim letzten Mal gesagt, nee, aus mit den Sprungpassagen. Lasst mich in Ruhe. Ich habe genug von den Pilzen. Was? Wir müssen Pilz und Plattform in Einklang kriegen? Aber der Pilz ist doch immer unten, wenn die Plattform kommt. Stern! Hui! Hui, kann ich da nur sagen. Dann gehen wir nochmal hoch zum Speicherpunkt. Ach nee, den darf ich ja nicht mehr benutzen. Oh, ist das gemein. Den da oben habe ich ja schon benutzt gehabt. Das ist jetzt Risiko. Ich glaube, den da oben hatte ich doch schon. Oder zählt er wieder? Nee, er zählt nicht mehr. Oh nein. Okay, dann gehe ich ganz kurz zurück, speichere ab und wir sehen uns dann zum Beginn der nächsten Folge wieder hier bei Frau Spinne. Das riskiere ich nicht, jetzt hier zu sterben und dann habe ich die Truhe nicht gefunden. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao!